Hallo oder so, liebe Leute, und willkommen zurück zu Minecraft Reclaim. Ja, wir sind hier wieder zurück in unserem schönen, wundervollen, tollen Baumhaus hier. Und da unten leuchtet der Beacon ganz nach oben in den Himmel. Ja, es ist heute ein sehr, sehr schöner Tag, liebe Leute. Und ich habe mir gedacht, so, ich habe mir hier erstmal, das muss ich erstmal erzählen, ich habe mir hier eine neue Chestplate gemacht. Eben noch, die machen wir jetzt einfach mal hier in die Kiste. Und heute gehen wir in einen Alien Dungeon, liebe Leute. Ich bin ein bisschen rumgeflogen in der Mining Dimension, deswegen bin ich gerade auch so aufgeregt, weil ich den nämlich gerade gefunden habe und deswegen möchte ich euch den unbedingt zeigen, aber ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich den gefunden habe. Wir nehmen hier erstmal ein paar OP-Äpfel mit, weil das kann nämlich schon ziemlich heftig werden. Nehmen wir mal einfach 10 Stück mit, ich denke mal, das sollte langen. Und den ganzen Crab lassen wir jetzt erstmal hier, Leute. Oh Gott, das wird heute sehr, sehr brutal, das wird heute sehr, sehr brutal. Ich freue mich so, weil die ganze Zeit suche ich ja schon nach so einem Dungeon und jetzt habe ich ihn gefunden. Gut, brauchen wir noch irgendwas eventuell? Ja, lass es mal gerade tauschen, den Bogen. Weil ich möchte da auch hingehen mit voller Rüstung und mit voller... Okay, gut, meine Hose ist jetzt auch ein bisschen angeknackst. Aber ja, ich denke mal, die hält es jetzt. Oder ich weiß nicht, wollen wir gerade noch eine Hose? Ja, lass mal gerade noch eine Hose machen. Weil ich bin da nämlich ein bisschen Schisser. Ich weiß, sie zocken jetzt nicht so krass viel. Ja, achso, Backpack. Ich wollte eigentlich die Edelstelle da. Ich weiß, die zocken jetzt nicht gerade so übertrieben viel, die, wie heißen die? Die Aliens. So, so. Ne, man braucht immer zwei, glaube ich. Das war doch richtig. So, die Aliens zocken jetzt nicht so krass viel, aber trotzdem bin ich ein bisschen, sehr, sehr kritisch, weil, ne? Ihr kennt ja einen Lars, der ist ein Schisser. Ihr kennt ihn ja, so, so rum, nein, so rum. Ich glaube so. Ach, es fehlt noch ein Eisen. Oder? Ich meine ja, es fehlt, glaube ich, noch ein Eisen. So, dann kommt hier das hier so hin. So. So, 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 so. So, 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 so. Da ist es doch. The Ultimate Leggings. Leggings, Leute. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen... Ja, ich bin auch total aufgeregt gerade, Gertrud. Wir nehmen den Healing Stuff auch mal mit. Aber damit können wir uns damit selbst eigentlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise heilen. Das wäre mal interessant. Gut. So, jetzt haben wir das alles gemacht und ich denke mal, jetzt gehen wir direkt los. Das muss heute alles noch hier erledigt werden, weil ich weiß nämlich nicht, wie lange wir für den Dungeon brauchen. So, hier runter. Au, mein Bein. So, 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 so. Gut, das ist nämlich, der Alien Dungeon ist ganz einfach zu finden, Leute. Ich bin einfach nur so ein bisschen rumgeflogen, als geradeaus eigentlich. Und da habe ich den gefunden und habe mir gedacht so, yo, geil, den müssen wir direkt machen, wenn's die nächste Folge gibt hier, Reclaim. Ihr wisst schon, Reclaim. Nein, jetzt sind hier keine Ameisen. Ich hasse die so, die Ameisen, ich hasse die so. Da, Mann. Dumm Batzis. So, okay, jetzt haben wir's. Gut, wo sind wir jetzt erstmal? Checken, wo haben wir hier? Wo ist hier unser... Okay, gut. Einfach nach hier. Zu unserem Lager. Und dann einfach nach hier fliegen. So. Richtig cool. Das ist richtig cool. Und wie gesagt, hier hinten war ja auch noch ein Dungeon, den ich machen wollte mit den Nightmares. Und... Lol. Ja, wir sind schon da. Okay. Jetzt hier ganz langsam runter. Ich habe eigentlich gedacht, der ist noch ein Stückchen weiter hinten. Ich dödel. Naja, gut. Dann sind wir jetzt schon da. Und jetzt müssen wir hier richtig krass aufpassen. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Okay. Ich weiß, dass da unten diese Aliens ziemlich... Oh, nee. Dass die Aliens ziemlich laut sind. Ja gut, wir hören uns das jetzt erstmal an, gucken, wie viel Lapis Lazuli hier ist. Den können wir vielleicht auch nochmal mitnehmen, aber ich weiß nicht für was, ehrlich gesagt. Wir essen jetzt... Ne, wir essen noch keinen OP-Apfel, erst gleich. Hört ihr es schon? Ah, wir haben jetzt keine Fackeln und unsere Edelsteintasche mitgenommen. Dammit. Warte, wir gehen jetzt erstmal zurück hier nochmal zu unserem Lager. Ganz flott die Karotti und holen uns gerade noch ein paar Fackeln. Guck mal, das ist ja gar nicht weit weg, Leute. Also ich habe da nicht lange suchen müssen. Und ja, jetzt haben wir ihn gefunden. Okay, hier runter. Ach, guck mal, ein Mini-Gast. Kann man hier im Wasser landen? Nice. Wo ist jetzt der Mini-Gast? Okay, jetzt ist er weg. Okay, gut, hier, das machen wir hier rein. Ach, guck mal, hier haben wir noch die...
Ja, Gertrud, ich auch. Und jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Ja, wir haben keine Kohle. Aber soweit ich weiß, wir bräuchten irgendwas, was leuchtet, weil da unten wird es nämlich ziemlich dunkel, weil die Aliens mögen nämlich kein Licht. Bauen die Crystal Torches ab? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ach Mist. Nehmen wir mal die Fire Charges einfach mit. Ja, wir haben keine Kohle, oder? Nee, wir haben keine einzige. Habe ich in der Edelsteintasche? Nee, habe ich keine Kohle. Ist ja doof. Naja. Okay, dann müssen wir es halt so versuchen. Da muss ich gucken, dass es irgendwie hell. Ja, geh einfach drauf. Da muss ich gucken, dass es irgendwie hell genug bleibt. Oh je. Oh je, Mine. Ich esse keinen Schnee. Oh je, Mine. Jetzt wird's lustig. Ich mag's putzlich. Und der Lars kann nicht reimen. Und ich fang gleich an zu weinen. Und jetzt geht es los. Ich esse gerne Klos. Ach Mann, hör jetzt einfach auf, Lars. Sei einfach leise. Babau. Babau. Gut, ich werde am Ende. Wow. Ich werde am Ende das Video einfach heller machen, damit es nicht so. Machen jetzt erstmal hier ein bisschen leise, damit die jetzt nicht so krass abfacken. Yo, yo. Jo, geht weg. Geht weg. Okay, gut, es ist hell genug, wenn hier. Gertrud, Gertrud. Gertrud, 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 Gertrud. Einfach direkt hier die. Direkt, 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 direkt. Direkt die Spawn abbauen. Direkt die Spawn abbauen. Wo bist du, Gertrud? Oh, Gertrud, ich will dir Leben geben, ich will dir Leben geben. Gertrud, Gertrud, Gertrud. Okay. Ah, was für ekelhafte Geräusche. Oh. 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 Ah. Ah, oh Gott. Geh weg. Okay, wir haben hier die ersten Spawner schon mal. Ja, noch einer, noch einer, noch einer. Wie geht's hier? Oh, Gertrud, Gertrud, Gertrud. Oh. Oh. Sie. Nein! Nein! Oh, ich wollte ihr Leben geben. Oh, nein! Oh, verdammt! Nein! Nein! Oh, fuck! Oh, ich wollte dich doch retten. Warum rennst du denn vor mir weg, Gertrud? Oh, nein! Oh. Mann, wir machen jetzt erstmal hier unten Licht. Oh nein. Sie haben einfach Gertrud gekillt. Und ich wollte ihr doch Leben geben. Hier, Ultimate Boots, Bacon, toll. Das hat alles keinen Wert. Ohne Gertrud hat das alles keinen Wert. Das ist doch nicht wahr gerade, ey. Das ist doch echt nicht wahr. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist gerade echt viel zu krass für mich hier einkommt. Was können wir mitnehmen? Das ist gerade echt viel zu krass für mich. Ultimate Helm. Die können wir auch mal gerade hier lassen. Das lassen wir uns nicht gefallen, Leute. Wir werden uns jetzt. Rechen für Gertrud auf jeden Fall. Was ist hier noch drin? Ein paar Rubies, die können wir eigentlich mitnehmen. Jetzt verreckt, ihr blöden Mistviecher, ihr Mist. Okay, Konzentration, Konzentration. Erstmal ein paar kalt machen. Konzentration, konzentrier dich, konzentrier. Jetzt drauf hier. Weg, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Boah, sind das krasse Kämpfe. Die Aliens gehen einem ziemlich auf die Nerven, so. Komm schon, komm schon. Jetzt weg damit. Noch einer, noch einer. Okay.
Okay, den haben wir doch nicht abgebaut. So, zack, 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 zack. Alles drauf, alles drauf, alles drauf, alles drauf. Alles drauf. Geh weg, du dummes Alien. Die gehen mir auf die Nerven. Ah, dieses Geräusch. Okay. Oh, Mann, Gertrud, Mann. Och, verdammt, sie war so lange mit dabei. Och, Mann, sie hat sich so viel Mühe gegeben und stirbt dann einfach. Bag of Popcorn, komm, nehmen wir auch mal mit. Das ist gut. Was braucht man eigentlich dazu zum... Da kann man doch mit Dings, Tiere fangen. Brauchen mehr Licht, dass man hier genug sieht. Ultimate Bow, Hotdog. Das hier brauchen wir eigentlich nicht. 7 Empty Maps, krass. 7 Stück. Brauchen wir auch nicht. Eigentlich brauchen wir diesen Amethyst-Zeug eigentlich alles gar nicht. Vielleicht esse ich jetzt erstmal. Nee, Hotdogs brauchen wir auch nicht. Das Schwert brauche ich eigentlich auch nicht mit Knockback. Das brauchen wir alles gar nicht, Leute. Wir sammeln jetzt einfach mal die Ultimate-Rüstungen ein. Aber wir haben sogar jetzt schon eine Full-Ultimate, Leute. Vielleicht merkt man es gerade an meiner Stimmlage. Irgendwie bin ich jetzt gerade so voll niedergeschlagen wegen der armen Gertrud. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. So, jetzt seid ihr dran. Geht weg. Hä, lol, was ist das hier für ein billiger Raum? Okay, erstmal ein paar Schritte zurück. Was essen. Zack, und weiter geht's. Drauf, 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 drauf. Zum Glück hat mein Schwert mit Feuerschaden. So. Dann kann ich immer ein bisschen hier rumleuchten mit denen, wenn die brennen. Das ist gut, dann seht ihr auch ein bisschen was. Weil ich weiß nämlich, dass es verdammt dunkel sein kann, wenn man... Das ist auf dem Video, sieht es immer viel, viel dunkler aus. Und ich hoffe mal, das geht so. So, und da kommt jetzt nichts mehr raus. Und was haben wir hier drin? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Okay. Win, 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 win. Weg mit euch. Geht weg. Verpieselt euch. Ja. Verreckt. Ihr habt Gertrud gekillt. Das kann doch nicht sein. Ich hab gedacht, Gertrud bleibt von Anfang bis Ende mit dabei. Erstmal die Aliens weg. Erstmal die Aliens weg. Erstmal die Aliens weg. Boah, boah, boah. Krass, krass. Den Spawner, die Spawner, die Spawner. Ist er weg? Ist er weg? Ja, der ist weg. Oh Gott. Okay, wir haben's heute echt drauf, Leute. Diesen Dungeon wollte ich so unbedingt machen mit Gertrud zusammen, aber... Mir fällt da drauf nichts ein. Schreibt mal bitte Hashtag RIP Gertrud in die Kommentare. Guck mal, wie viel Eisen wir haben, Leute. Das ist doch nicht normal. Gold brauchen wir eigentlich nicht. Das hier brauchen wir. Oh Mann, das macht mich so... Das macht mich wirklich traurig. Das ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr berührt, Leute, weil... Das ist einfach mein Buddy gewesen, wisst ihr? Das war einfach mein Buddy. Einfach von Anfang an mit dabei und... Blocks of Diamond brauchen wir eigentlich auch nicht. Gertrud war einfach mein Buddy und so und er war die ganze... Sie war die ganze Zeit mit am Start, da waren wir schon drinne. Hier auch. Hier auch. War es das jetzt schon, oder was? Für so einen kurzen Dungeon ist es... Hat sich das gar nicht gelohnt, Leute. Das hat sich nicht gelohnt. Und dafür haben wir einen wichtigen Menschen in unserem Leben hier verloren. Wir brauchen jetzt erstmal hier ein bisschen was, um uns hochzubauen. So, zack. Bisschen Stein. Krass, ey. Das nimmt mich gerade richtig mit, Leute. Das nimmt mich richtig mit. Schreibt bitte mal RIP. Hashtag RIP in die Kommentare. Das ist krass, ey. Naja, gut. Was soll man machen? Das Leben geht weiter. Vielleicht finden wir ja nochmal einen neuen Freund. Oder eine neue Freundin. Aber die... Keiner kommt an Gertrud ran. So haben wir schon dunkel. Es sieht schon dunkel aus. Hallo, weißer Enderman. Was geht ab, Mann? Oh, Mann. Gut, jetzt fliegen wir einfach mal zurück in die andere Dimension wieder, legen uns ins Bett und
Ja, gucken dann mal, was wir so erbeutet haben, liebe Leute. Jetzt müsste ich das mal gucken. Wo ist denn hier das Red Ant Nest? Hier sieht's schön. Das sieht richtig, richtig cool aus. Hallo, Dino. La 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 la, so. Hier runter mit dir. Hier müssen eigentlich die Red Ants rauskommen. Da sind sie doch. Du dummer Zombie. Die können weg und dann machen wir einfach so. Rechtsklick drauf und dann sind wir wieder zurück in der anderen Dimension. So, und es ist so. Ich weiß nicht, es ist nicht dasselbe ohne Gertrud. Also ich muss echt sagen, Leute, Gertrud ging mir schon ziemlich auf die Nerven. Das haben ja auch einige von euch mitbekommen, dass sie mir ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Aber trotzdem ist es jetzt so. Es ist so kalt und so. Und so leer in dieser bösen Welt hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt landen wir hier ganz gechillt, ganz lang. Nein! Nein, du sollst landen. Du sollst landen, landen! So. Runter mit dir. Gut, dann haben wir das hier erstmal erledigt, liebe Leute. Und gehen jetzt erstmal hier hoch. Lalalala. Lalalala. Nee, ich will nicht singen, weil es ist heute ein sehr, oh, es ist heute ein sehr guter Freund von uns gestorben. Eine sehr gute Freundin. Von Anfang an, Leute, war sie mit dabei. Von Anfang an bis zur jetzt mittlerweile, ich glaube, 3 oder 44. Folge. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Aber die war so lange mit dabei. Das ist so krass. Das ist auch viel zu krass für mich gerade, deswegen. Ja, toll, jetzt haben wir den Edelstein-Rucksack nicht mitgenommen. Aber wir haben 1, 2, 3, fast 4 Stacks von Iron Ingot, Leute. Iron Ingot, Leute. Wir haben eine. Zweieinhalb. Ja, zweieinhalb Ultimate-Rüstungen. Krass, ey. Gut, 12 Empty Maps, dann irgendwie so ein Feierfisch. Ich glaube, wenn du den isst. Wir haben überhaupt keine OP-Äpfel gebraucht. Oder Goldäpfel. Haben wir gar nicht benutzt, ey. Und ich habe die einfach umsonst mitgenommen. Das Schwert von Gertrud. Ja, und sonst eigentlich nur noch Crab. Das hier ist auch ganz cool. Damit kann man also damit kann man halt Mobs einfangen. Und dann irgendwann wieder freilassen. Und dann gegen die kämpfen oder keine Ahnung. Gut. Wir haben einfach so viel Ultimate-Zeug hier. Ultimate, 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 Ultimate. Ich weiß noch, am Anfang war es so, dass Gertrud noch gelebt hat. Warte, wir machen die Fackel mal an, dann ist es heller. Als Gertrud noch gelebt hat, war es so, dass wir für die Ultimate-Rüstung richtig krass kämpfen mussten. Und jetzt haben wir sie einfach wie geschenkt bekommen. Aber jetzt ist Gertrud auch von uns gegangen. Das ist sehr, sehr traurig, Leute. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mal gerne einen Daumen nach oben da lassen und sowas. Schreibt bitte Hashtag RIP in die Kommentare, das wäre echt, als Andenken wäre das sehr schön. Und ja, das war's wieder von mir, liebe Leute. Und ich hoffe, ihr seht uns auch bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Reclaim. Ciao.